Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art und Weise zur Vorlesung Bioorganische Chemie, wie es an der TU Ilmenau heißt, und hier zum Part Naturstoffchemie. Ich möchte heute in der ersten Vorlesung Ihnen zunächst erst einmal, so ein paar Anregungen, eine Motivation darstellen, warum sollte man sich mit dem Thema Naturstoffchemie überhaupt beschäftigen. Also Naturstoffchemie. Sie sehen, das Ganze wird also hier live vor Ihren Augen entwickelt. Ich schreibe hier auf so einem Schreibpad mit dem Digitalstift. Und das geht zwar sehr schön, aber bei Formelzeichnen, ja, muss man sich ganz schön konzentrieren, weil man ja nicht dorthin guckt, wo man schreibt. Das ist nicht so ganz einfach. Aber ich denke mal, Sie können dem Ganzen dennoch folgen und ich kriege es hoffentlich irgendwo hin. Ja, Motivation. Warum sollte man sich damit beschäftigen? Na, jedem ist klar, das muss ich eigentlich gar nicht extra sagen. Naturstoffe sind überall auffindbar, kunterbunt gemischt sozusagen in allen Bereichen des Lebens anzutreffen. Und wenn man wirklich da einen kompletten Überblick geben möchte, da reicht natürlich eine Vorlesung von und hinten nicht, das ist klar. Ja. Sodass wir uns also hier oder ich mir hier Themen herausgegriffen habe, die ich für inspirierend, vielleicht geschichtlich interessant halte oder die einfach, wo ich denke, das muss man einfach als Master in biotechnischer Chemie wissen, Teil unseres Lebens sind die Verbindungen zum Beispiel, ja, das muss ich einfach wissen, ja, das gehört sozusagen zum Grundwissensschatz. Ja, kann ich das belegen, dass das wirklich überall vorkommt? Nur die Behauptung ist immer schön, aber na, so ein bisschen mit Leben füllen, das wollen wir uns jetzt zunächst mal anschauen. Ich habe also jetzt ein paar prominente Beispiele, manchmal mit den Entdeckern von dem Ganzen, so geht es auch los. Die erste, die ich Ihnen vorstellen möchte, Verbindung, ist also von Herrn Russell Marker aus der Yamswurzel. Aus der Yamswurzel entwickelte er nämlich das erste mit dem Namen Diosgenin Contraceptiva. Contraceptiva. Ja, aus der Yamswurzel hat er also als Quelle benutzt. Wie sieht sowas aus? Jetzt kommt noch die Formel drunter. Das ist hier auf dem Pad, wie gesagt, immer so eine kleine Herausforderung. Besonders wenn dies wie diese ein bisschen größer ist, dann hat man schon, ja, da muss man sich schon gut konzentrieren. Okay, ja, hat er also rausentwickelt. Wir werden auch gleich sehen, zu welcher Gattung diese Verbindung gehört, ja, wo die hingehört, in welche Rubrik. Ich denke mal, spätestens bei diesem Punkt jetzt wird es bei einigen sagen, ja, das kann doch nur. Ich zeichne aber erstmal fertig. So, und hier kommt als Spiro-Verbindung. Sehr schön. Und jetzt fehlt noch etwas. Was fehlt? Eine Methylgruppe nach oben. Ja, so sieht das Diosgenin aus. Und das ist natürlich mit dem Steroid-Grundkörper. Ne? Das sollte auch jeder sofort erkennen. Ja, das ist schon die erste Verbindung gewesen. Zweiter Punkt. Als Ablöser habe ich mal geschrieben, also als Nachfolger von DDT und Lindan. Ganz bekannte Insektizide. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie komplett abgelöst wurden. DDT wird mitunter immer noch eingesetzt, weil es eines der wenigen Mittel ist, mit dem man die Malaria in den Gebieten im Zaum halten kann. Problematisch, weil das sehr schlecht abgebaut wird und sich anreichert und da ganz unangenehme Nebenwirkungen auch im Menschen erzeugt. Dennoch kann man nur begrenzt darauf verzichten. Das ist aber eine Verbindung, die wirklich für die Anwendung zum Beispiel im heimischen Garten super geeignet ist. Sieht so aus, ist also ein Zyklopropanring mit einer Carbonsäure und Sie sehen, das Ganze ist noch, hat nach Stereozentren. Das Ganze, wenn man den Namen einmal gelesen hat, weiß man auch, wo die Verbindung herkommt. Chrysanthemunsäure. Chrysanthemunsäure, das Ganze. Also, das ist also, die muss richtig hergestellt werden mit dem richtigen Enantiomeren Paar. Nur das ist besonders wirksam und muss also auch so hergestellt werden als Insektizid. Das ist auch eines der ersten Insektizide gewesen, die halt die richtige
die richtige Kombination brauchen, sonst wirkt es nicht. So, jetzt mache ich mal kurz Platz auf meiner Tafel, ja, auf der improvisierten Tafel. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, also auch in dem Bereich, jetzt gehen wir nochmal Richtung Wirkstoff, das Mittel gegen Tuberkulose, ja, gegen Schwindsucht früher genannt. Tuberkulose, ja, die Geisel des die Geisel der Menschen damals gewesen, ganz weit verbreitet und nicht nur eine arme Leute-Krankheit, ja, wie es natürlich auch noch gab. Es waren auch ganz bekannte Leute, die sie vielleicht sich auch zumindest mal so im Hinterkopf behalten können. Ich mache mir so ein Kreuz, also die daran gestorben sind an Tuberkulose. Der sagt ihnen garantiert der ein oder andere was. Also da haben wir Schiller, Orwell, ne, also bei den Schriftstellern, Franz von Assisi, die Madame Pompadour, aber auch Chopin und Kafka. Ne? Also Sie sehen, das hat also schon auch große und bedeutende Leute geschluckt, die Krankheit. Deshalb war natürlich ein Mittel zwingend notwendig. Und das Mittel, ich bin mir sicher, das wissen Sie auch, ja, das skizziere ich Ihnen jetzt hier mal, so, bis dahin ist es noch unspektakulär, ja, also von der Phenylessigsäure ausgehend. Und jetzt kommt also hier die Besonderheit. Das ist schön, dass die so besonders ist, weil man sie damit sehr leicht erkennt. Ja, also den viergliedrigen Ringsystem, dem direkt ein fünfgliedriges angesetzt ist und es hat noch in der Brücke den Stickstoff, lässt sich sehr leicht eigentlich wiedererkennen. Mit den beiden Methylgruppen hier ist also Penicillin G. Ja, und das wissen Sie aus der Schule noch, ist natürlich von Fleming. Ja, und Waxman. Fleming hat es entdeckt und er hat es sozusagen als Antibiotika etabliert, entwickelt und hat, ja, ist ewig lange, bis heute eigentlich in der Anwendung, natürlich heute mit vielen Resistenzen leider gezeichnet, das Mittel gegen bakterielle Entzündung. Aber auch das Gebiet der Geruchsstoffe. Das Gebiet der Geruchsstoffe ist also eine ganze Gruppe. Diese werden wir sehr ausführlich behandeln, weil ich glaube, das ist so was, von dem man selten was hört, das aber sehr interessant eigentlich ist, weil es einem ja jeden Tag begegnet. Jeden Tag riecht man irgendwas Besonderes. Nicht nur als Chemiker. Und da möchte ich Ihnen als ersten Stoff mal einen der typischen Vertreter mit dem Namen Alpha-Damaskon. Diese Damaskon-Verbindungen sind oft in Rosen zu finden, aber auch, und das ist vielleicht jetzt gleich ein kleiner Schluss zu dem, was wir schon gesehen haben, Verbindungen, von denen man es nicht unbedingt erwarten würde. Also wenn ich einen Master-Level-Chemiker gefragt hätte, könnte diese Verbindung etwas riechen, bin ich mir sicher, dass sie gesagt hätten, ja, ich weiß es nicht, aber möglich ist das durchaus, ja. Wir haben Ketone, ne, das ist, ja, die riechen meist, und also groß ist es auch nicht, das kann schon sein. Nicht so sicher bin ich mir, wenn ich Ihnen das hier zeige, dieses Grundgerüst, und hätte Sie hier gefragt, kann das nach was riechen? Da bin ich mir eher sicher, weil ich mir auch sicher bin, dass ich das als Student auch nicht gewusst hätte. Das riecht bestimmt nicht, ne? Das ist viel zu groß. Und so ein Steroidgrundkörper kenne ich, die riechen nicht. Und das riecht aber sehr wohl. Und zwar ist das Bregner 416 Dien 3 Oberlauf 20 Dion. Ja, und das ist, sind wir dann von den Geruchsstoffen zu den Pheromonen gekommen. Ja, also sogar bei Menschen ist das ein Pheromon. Damit werden wir uns also auch beschäftigen. Gut, ich mache nochmal die Tafel frei. Eine haben wir noch.
Dann werden wir uns beschäftigen, weil das einfach hübsch ist, ja, mit Farbstoffen. Ja, mit Farbstoffen. Und werden hier natürlich, den kann man gar nicht weglassen, uns dem guten alten, kann man wirklich so sagen, Indigo zuwenden. Auch natürlich, weil Indigo, das Färben mit Indigo, auch bei uns hier in der Region ja eine gewisse Tradition hat, eine gewisse Geschichte, und deshalb macht sich das schon ganz gut, wenn man das auch nochmal benutzt. Also Indigo. Wir werden auch was zu Purpur sagen, ja, den Stammverwandten davon. Ja, und jetzt, ich gebe mein Bestes, das aufzuzeichnen. Ich hoffe, ich vergesse nichts, weil es wirklich relativ lang ist. Nämlich, dass Astaxanthin eine Verbindung, ich fange hier wirklich mal ganz außen an, ich hoffe, es klappt, ich kriege es hin, eine Verbindung, die Sie alle schon garantiert gesehen haben, deren Formel wirklich, weil so viele repetitive Einheiten vorkommen, nicht ganz so einfach ist. Ich weiß, es müssen 18 Kohlenstoff werden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sie sehen, schön lange Verbindung, groß geraten, und dann muss das 19 noch, damit der Farbstoffcharakter reinkommt, einmal bitte schön durchkonjugiert sein. So, muss man hier noch treffen auf dem Pad. Klappt einigermaßen. Und dann fehlen noch ein paar Methylgruppen. An der 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, das hat doch funktioniert. Also, die Verbindung heißt Astaxanthin und ist das Lachsrot im Zuchtfisch. Also, wenn Sie schönen roten Lachs essen, ach, fantastisch, dann können Sie sicher sein, dass das Futtermittel, was er bekommen hat, Astaxanthin halt, dass er ja auch schön rot ist. Naja, das Ganze finden Sie aber auch nicht in Fisch, sondern in Eiern. In Eidottern natürlich hier. Im Übrigen die Farbe der Eidottern, vielleicht als kleine Takeaway-Message, wie es so schön neudeutsch heißt, die Farbe ist landesspezifisch. Das ist ganz interessant, ja. Nur ist es nicht so, dass sie irgendwo blau ist, aber die Intensität der Farbe ist landesspezifisch, ist vielleicht richtiger. Währenddem es in Norwegen zum Beispiel eher hell gefärbt ist. In Deutschland, das wissen wir mögen eigentlich schöne gelbe, Eigelbs eben, ja. Und in Thailand ist es fast orange, die haben also sehr hohen Gehalt an Astaxanthin. Ja, und ebenfalls einen Punkt werden wir Alkaloide behandeln, und bei den Alkaloiden werden wir natürlich auch einen Abstecher zu den bekannten, üblichen Verdächtigen. Ja, also werden wir auch mal schauen, wie eigentlich Drogen aufgebaut sind, ja, und wie diffizil so eine Drogenverbindung sein kann. Ich skizziere Ihnen hier mal eine hin. Wir werden dann von diesen Stoffen natürlich auch auf Wirkstoffe kommen. Ja, das sind natürlich meistens Schmerzmittel, die wir uns anschauen werden, die Synthese davon auch anschauen werden, und auch ein bisschen immer in die Geschichte hineinblättern. Ja, halt, hier fehlt noch ein H. So, dann wären wir hier beim 1-Tetrahydrocannabinol, also beim THC. Ja, und natürlich werden wir auch Morphin uns anschauen und viele mehr. Ja, so, das ist so ein kleiner Fahrplan, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Lassen Sie uns mit einem echten Klassiker in der Naturstoffchemie beginnen. Und der Klassiker ist, würde ich mal sagen, Indigo. Also beginnen wir
mit einem Klassiker. Der Klassiker hat den Vorteil, dass es ein Klassiker ist, und den zweiten Vorteil ist, dass die Chemie nicht besonders schwierig ist. Genau das Richtige für den Einstieg in die Naturstoffchemie, denke ich mal. Machen wir mal einen kurzen geschichtlichen Abriss. Ja, Hintergrundwissen ist immer gut. Im Altertum, wenn man blau färben wollte, gab es eigentlich nur Ultramarin. Ja. Also ein Pigment, Gestein, ja. Ultramarin, Lapis Lazuli. Ultramarin übrigens sehr interessant. Ultramarin zusammengesetztes Wort. Ultra und Marin. Marin natürlich Meer und Ultra heißt jenseits des. Das war also der Stein, das Mineral, das Pigment, das über das Meer hergeschippert wurde. Ja? Ultramarin und Indigo für den begehrten Blauton. Ja. Das ist schon sehr, 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 sehr lange so. Im alten Ägypten wurde Färberwald benutzt seit der Eisenzeit bereits. Und die Pharaonen haben sich zwar mit Totenmasken und sowas, wurde also mit Ultramarin, also gepulverten, aufgetragenem Ultramarin, gefärbt. Also Sie sehen, das ist schon sehr lange so gewesen. Ja? Indigo übrigens, die ersten nachweislichen Quellen, ja, wenn man so will, Anbaugebiete natürlich, das ist ja aus einer Pflanze gewonnen, wie wir gleich sehen werden, kommt aus Indien. Da aus dem Fluss, dem Indus, ja, also Fluss Indus. Und dort gilt es als erster Farbstoff, ja, also wohl als ersten Farbstoff, der angebaut, der benutzt wurde. Die ersten Europäer, die ja, dorthin unterwegs waren, Marco Polo ist dann natürlich zu nennen, die auch als erste beschrieben haben, dass man mit Indigo Stoffe färben kann und wie die das dort machen, hat also den Stoff, der in Indien irgend sowas wie Nila heißt, das ist Altindisch, in Altindisch für dunkelblau, passt ja, ja, dunkelblau, mit nach Portugal gebracht, ja, und in Portugal nennt man das Ganze die Farbe quasi Nanil, ja, für blau, und jetzt der geübte Chemiker mutmaßt da etwas, also das war Indigo, wurde also der Name der Stoff quasi gleichgesetzt, und später wurde dann gezeigt, dass wenn man Indigo abbaut, chemisch abbaut, ja, dann entsteht natürlich der Stoff aus dem Indigo, aus dem Anil, und der erzeugte den neuen Stoff Anilin. Also das Wort Anilin kommt direkt aus dem Indigo. Das ist, ja, heute würde man vielleicht sagen, Trivia-Wissen, ja, aber sehr interessant. Ja, Blau war sehr, 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 sehr teuer. Ja, Blau war teuer, sodass man beispielsweise um 1400 das nur für Heilige benutzte, ja, dann konnte man das also darauf einschränken. Schreiben wir mal Blau nur für Heilige. Bestimmt. Ich werde auch dann noch ein Bild zeigen, dass das auch gut demonstriert. Also wenn man ein Gemälde gemalt hat vom Heiligen, dann hatten die meist blaue Dinge an, ja, blaue Gewänder. Die Herkunft, es gibt verschiedene Quellen, wo man jetzt Indigo herbeziehen kann, aus welcher Pflanze. Da wäre zunächst mal zu benennen, also Herkunft. Herkunft, da hätten wir Indigofera, das ist immer schöne Namen, Tinctoria. Ja, Tinctoria, das klingt schon klasse. Das ist die Indigo-Pflanze.
Das ist die Indigo-Pflanze aus Indien. Mal so meine Hausmarke zu geben, aus 1000 Kilogramm, einer Tonne Blätter, konnte man rund 2 Kilogramm Indigo erzeugen. Und die Weltproduktion lag mal rund an den Blättern, also aus dem Naturstoff erzeugten, bei 6000 Tonnen. Und zwar war das 1897. Nicht die Jahreszahl, müsste ich nicht wissen. Aber um mal so eine Hausmarke zu setzen, das waren gewaltige Mengen, gewaltige Anbauflächen, die für Indigo draufgingen. Ja? Dann gibt es noch in Japan das Polygonum Tinctoria, ja, der Färberknöterich. Der Färberknöterich, also China und Japan, daraus gewonnen. Und bei uns, ich mache mal Platz, und in Europa Isatis Tinctoria, der Färber weit. Ja, werden wir noch sehen, das ist ja auch bei uns hier in der Nähe angebaut worden. Ja, wir sind ja typisches Färberweitland, ja, Region dafür. Ja. Bevor wir weitermachen, habe ich Ihnen jetzt zwei Bilder geöffnet. Auf der linken Seite sehen Sie genau das, was drüber steht, also den Färberweit. Beide Bilder sind natürlich Wikimedia Commons, also free to use. Und ja, eine ganz klassische Lehrbuchdarstellung, natürlich eine Zeichnung, ja, wie er aufgebaut ist, wie die Blüten aussehen, wie die Früchte aussehen. Und aus dieser Pflanze wurde und wird, wenn man das von natürlichen Quellen haben möchte, auch heute noch das Indigo gewonnen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, ne, die Madonna. Das Bild heißt Madonna im Rosenhag, ist von Stefan Lochner. Und ganz klassisch Madonna natürlich im blauen Gewand, im Indigo gefärbten Gewand. Und Sie sehen, ein paar Engel sind auch noch mit blauen Gewändern ausgestattet, wie das halt üblich war, um Heilige zu zeigen. Dafür wurden die teuersten Farben gewählt, zusammen weder Kosten noch Mühen, um die entsprechend einzufärben. So, jetzt nehme ich das Bild wieder raus. Okay, das klappt. Und wir gehen weiter in der wissenschaftlichen Teilen. Und wir schauen uns mal an, wie die Strukturaufklärung des Systems lief. Ich meine, heute wissen wir, wie Indigo aussieht. Ich habe sie noch nicht gezeigt, um jetzt wirklich mal das Ganze nachvollziehen zu können. Man wusste natürlich die Elementaranalyse, wie die Verbindung also aussieht. All das war vollkommen klar. Aber was nicht klar war, ist eben, ja, in welcher Position das jeweilige Element saß. Also die Strukturaufklärung war lange Zeit ein Problem. Die Strukturaufklärung, und um 1850 hat sich da eine Person verdient gemacht, die Sie mit Sicherheit kennen. Adolf von Bayer war das, ja, der sich des Problems annahm. Und das Hauptproblem dabei war, man wusste von einem sechsgliedrigen Ringsystem, man wusste davon, dass ein fünfgliedriges angefügt war, man wusste, dass ein Stickstoff und ein Sauerstoff drin ist, aber nicht an welcher Position sich explizit der Sauerstoff befindet. Man wusste, wenn man Indigo oxidiert, kommt man entweder zu Anilin, wenn man weniger viel Energie, also sorgsamer, vorsichtiger verfährt, kommt man zur Anthranilsäure, und wenn man es noch geschickter sozusagen anstellt, dann kommt man zum Isatin. So, Isatin ist klar, wo der Name herkommt, nicht? Hier drüben steht es noch, Isatis, Isatin eben.
Isatin wusste man also, muss explizit etwas zu tun haben mit Indigo, mit der Struktur. Und deshalb ist Bayer, das ist doch sehr vernünftig, auch von dieser Verbindung ausgegangen. Also das hier ist Isatin. Isatin. Ja, und das Isatin enthält jetzt dummerweise zwei Sauerstoffe, kann einen also nicht sagen, wo der eine Sauerstoff ist. Deshalb hat er gedacht, naja, mit den Mitteln der Zeit, bitte bedenken Sie, wann das war, ja, Zink und Salzsäure reduzierte er das Ganze und konnte so reduktiv diese Verbindung zugänglich machen, das ist die Oxindiol. Ja, die Oxindiol. Okay. Ja, und dann die typische weitere Reduktion. Ja, es war klar, die Ketogruppen, da stimmt was nicht, deshalb hat er es natürlich reduziert. Nächster Reduktionsschritt. Ja, heute auch unüblich, obwohl wir im Praktikum auch noch solche Versuche machen, mit Natriumamalgam. Und das gab ihm jetzt tatsächlich die von ihm ja gesuchte und erhoffte Sauerstoffabspaltung und ihm diese Verbindung, also Oxindol. So. Und wenn man das wiederum reduzierte, wieder mit Zink und Salzsäure, kam er letztlich zum ja, Sie sehen immer, wenn es nach rechts geht, an die Kante kippe ich um, deshalb wird es ein bisschen schief, aber ich denke, mein Mann erkennt es noch. Hier fehlen natürlich auch netterweise überall die Haars, aber das ist für Sie die kleinste Übung. Gut. Ja, kommt man also zum Indol. So, damit war die Sache für ihn erklärt. Ja, das ist der Abbau, also sagte er, irgendwie diese Struktureinheit ist da drin. Das ist sehr schön. Er sicherte jeden einzelnen Schritt in ja, sicherlich eine sehr mühevollen Arbeit durch eine Totalsynthese der einzelnen Stufen. Er hat das so unterlegt, das ist gut, das ist wirklich sehr ordentlich. Dummerweise ist das halt die falsche Variante, der Sauerstoff müsste hier oben sitzen. So dass man eine ganze Zeit weiter ja, im Dunkeln war, wie das Ganze abgeht. Und die Hilfe kam jetzt durch eine Hilfe der Strukturbestimmung aus einer anderen Ecke, lieferte eine Beobachtung aus Harnindikan. Ja, Harnindikan hat man, vielleicht machen wir erstmal die Struktur, dass wir wissen, von was man spricht, ist diese Verbindung hier. Ja. Ups, Harnindikan. Und dieses Harnindikan bildet sich bei Darmverschluss und Fäulnis im Darm und könnte von Baumann und Thiemann isoliert werden. So, wenn man das Ganze das mal scharf anschaut, sieht man, aha, das ist also der Ester der Schwefelsäure und ganz klar, wenn man den hydrolysiert, ja, das sollte ja keine unendlichen Probleme bereiten, kommt man zu dieser Spezies hier, Indoxyl, und die können sich vorstellen, das ist der Schritt, wie erstaunt man war, dass sich der hydrolysierte Part spontan blau färbte, und da wusste man sofort, aha, das ist die richtige Variante, so sieht Indigo aus, ja, so läuft das Ganze also ab. Als nächstes werden wir uns dann die Biosynthese von Indigo anschauen, ebenso die technischen Methoden, mit der das hergestellt werden kann, werden dann noch einen Blick Richtung Purpur werfen, aber das und vieles mehr dann in der nächsten Vorlesung. Bis dahin bleiben Sie gesund und mir gewogen.